Du hast eine psychische Erkrankung, es geht dir nicht gut. Entweder du kannst dich irgendwie zu Hause über Wasser halten und hast deine Termine vielleicht bei deinem Therapeuten oder bei deinem niedergelassenen Nervenarzt oder in deinem sozialpsychiatrischen Dienst, die aber nicht täglich und intensiv sind, sondern du hast vielleicht jede Woche oder jede zweite Woche einen Termin. Wenn es dir aber schlechter geht und du mehr brauchst, ist die Alternative fast überall eine vollstationäre Behandlung in einem Krankenhaus, die dann ihre eigene Dynamik hat. Und das ist etwas, das wir sagen, ganz flexibel zwischen rund um die Uhr und zwar sehr, sehr intensiv betreut, über diese ganz abgestuften Möglichkeiten, tagesklinisch, nachklinisch, Hausbesuche. Das ist ein zweites Element, was ich auch nach 14 Jahren, denke ich, an dem Atriumhaus sehr besonders finde. Das ist auch was ganz Wichtiges, dieser Zusammenhalt im Team, dass du jetzt nicht jeder in jedem Zimmer sitzt einer, sondern dass es halt doch ein ganz, ganz enger Austausch im Team ist, der aber sehr den Menschen auch gerecht wird. Es ist immer individuell. Es wird schon auch von dir verlangt, dass du mitarbeitest, also dass du wirklich aktiv dich auch dazu bekennst, das ist dein Leben und du kannst vieles dazu beitragen. Einfach die Partnerschaftlichkeit, ein bisschen die gleiche Augenhöhe. Mein Gleichgewicht ist verrückt. Ohne, dass der Patient sich auch als aktiver, Betroffener in so einem Behandlungsgeschehen versteht, kommt nicht wirklich Menschen, viel raus. Die bei uns Hilfe suchen, setzt auf Beteiligung. Verhandeln statt behandeln. Verhandeln statt behandeln drückt auch aus, dass es einfach keine Standardrezepte gibt. Das ist in jedem Einzelfall unterschiedlich. In jeder Krise steckt auch die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus zwei Zeichen. Das eine bedeutet Gefahr. Und das andere bedeutet Chance. Also in einer Krise ist hohe Gefährdung, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, Eingefahrenes und nicht immer Gutes zu verlassen und gegen etwas Neues einzutauschen. Auch wenn du eine Erkrankung hast, heißt es überhaupt nicht, dass du nicht letztlich ein gutes Leben führen kannst. Und ganz wichtig dabei ist eben, dem Betroffenen zu helfen oder den Mut zuzusprechen und ihn zu ermuntern, dass er die Zügel nicht aus der Hand gibt, sein Leben nach seinen Vorstellungen und seinen Wünschen zu leben. Also was das für ein Vorteil ist, wenn du den Menschen mit seinen gesunden Teilen siehst, dass man sozusagen versucht, so die Distanz, die Menschen, die jetzt gar nicht bisher mit seelischen Erkrankungen vertraut sind, die einfach gerne eine Distanz zu Psychiatrie betroffenen Menschen halten, dass man da versucht, Brücken zu bauen und vermitteln tätig zu sein, um die Nähe ein bisschen zu bahnen.